Herzlich willkommen zu diesem astrologischen Energie-Update für den Monat August. Der August bringt die Extreme mit sich. Und damit starten wir einen großen Veränderungsprozess, der sich jetzt gesellschaftlich, aber auch in vielen persönlichen Leben zeigen wird. Es ist die Zeit des Umbruchs. Und was das genau bedeutet für dich und auch für uns als Kollektiv, dazu gleich mehr. Bevor ich mit dem Energie-Update beginne, möchte ich noch auf meinen neuen kostenlosen Newsletter hinweisen, der jetzt regelmäßig jede Woche erscheint und dir ein Energie-Update gibt, ein kleines astrologisches Update, was gerade los ist und was für dich persönlich wichtig ist. Du kannst dich direkt hier unter dem Video anmelden. Genau heute haben wir, als ich dieses Video aufnehme, den 1. August und diese extreme Konjunktion, von der ich schon in vielen Videos gesprochen habe, von Rahu, Mars und Uranus, ist genau jetzt exakt. Und das bedeutet nicht, dass die Dinge unbedingt jetzt heute passieren müssen oder auch schon gestern war diese Konjunktion sehr extrem in ihrer Energie, sondern diese Konjunktion leitet Veränderungen ein, die einen großen Shift in der Gesellschaft, aber auch im persönlichen Leben zutage bringen wird. Rahu, Mars, Uranus. Uranus ist der Systemsprenger. Es bedeutet, er bringt die neuen Dinge hinein, Innovation, er sieht die Dinge anders, er möchte die alten Strukturen aufbrechen. Und genau er steht in einem harten Aspekt, spricht man in einem Quadrat zu Saturn, was noch im September exakt wird. Und das bedeutet, er möchte die gesellschaftlichen Strukturen, die Ordnungen, all das, was wir so lange unsere Regierungen und wirtschaftlichen Strukturen aufbrechen. Und das passiert im Zeichen Widder. Und Widder ist das Feuerzeichen. Und dort befindet sich auch Mars, der Herrscherplanet des Widders, der das Feuer hineinbringt. Wir haben gerade diese extreme Hitzewellen, diese extremen Waldbrände, wo man sie nicht mehr richtig kontrollieren kann. Ich habe gehört, in England fallen Menschen um und sterben einfach. Und das hat nicht nur mit dieser Hitze zu tun, sondern eben mit dieser ganz besonderen Konstellation aus Rahu. Rahu ist der obere Mondknoten, Mars und Uranus. Und ich habe schon in meinen letzten Videos davon gesprochen, dass es Extreme nach vorne bringt, dass die Erde wirklich durchgeschüttelt wird mit diesen Energien. Aber das ist gut, weil damit können alte Dinge aufbrechen und Neues kann entstehen. Aber es können sich auch Unfälle zeigen. Es können sich Dinge zeigen, die einfach nicht wirklich sehr, sehr schön sind. Uranus hat auch sehr oft mit der Luftfahrtindustrie zu tun. Und dort kann es auch ebenso zu Unfällen kommen. Aber wir erleben diesen großen Shift gerade weltweit, nicht nur durch diese extreme Hitzewelle, sondern es gibt auch Unruhen. Unruhen in vielen Staaten, wo Regierungsführer zurücktreten. Wir hatten das in England, Sri Lanka ist gerade dran, Pakistan, der Kongo und viele weitere werden folgen. Wir werden, ich habe schon oft davon gesprochen, Ende des Jahres ganz andere Strukturen wiederfinden. Aber dieser Uranus, dieser Systemsprenger, der wirkt nicht nur auf gesellschaftlicher, kollektiver Ebene, sondern er wirkt auch in unserem persönlichen Leben. Und ich hatte die letzte Nacht extreme Träume. Träume, wie ich sie noch nie auf die Art und Weise hatte. Mir war klar, ich erlebe gerade ein Parallelleben von mir. Und zwar so klar in den Bildern und in der Handlung und ich konnte auf die Handlung einwirken. Etwas, was ich auf die Art und Weise noch nie erlebt habe. Und mich würde interessieren, was denn gerade bei euch in eurem Leben passiert. Schreibt es gerne unten in den Kommentaren, ob ihr auch so intensive Veränderungen in eurem Leben erlebt, vor allem vielleicht auf der Bewusstseinsebene, auf dem Level des Erwachens. So, so wichtig. Das ist etwas, diese Mars, Rahu, Uranus. Und Rahu ist der Aspekt, der das Feuer hineinbringt. Wie das Öl, das man ins Feuer gießt, da alles noch
noch mehr ausweitet. Und Rahu spricht immer von unserer Zukunft. Es ist ein Aspekt, der weit in die Zukunft hineinwirkt. Das ist das, wo wir jetzt ganz extreme Energien erleben werden. Aber nicht nur das. Wir haben dann am 10. August geht Mars in das Zeichen Stier. Befindet sich aktuell noch im Widder. Und übrigens, ich spreche von der vedischen Astrologie. Die vedische Astrologie ist anders als die westliche Astrologie. Sie ist versetzt im Gradzahl, im Tierkreiszeichenlauf. Und wir orientieren uns in der vedischen Astrologie an der astronomischen Situation der Sterne zum aktuellen Datum. Und das macht sie für mich persönlich so, so großartig. Und ich spüre diese Energien in mir selber, diese Prozesse in mir selber. Und Stier oder Mars wandert jetzt in das Zeichen Stier am 10. August. Und der Stier steht für das Thema Geld, für unser Vermögen, für die Sicherheit, für alle materielle Werte, unsere Güter, die wir haben. Und eben auch ganz stark für unseren Selbstwert. Und der Selbstwert hat mit dem Thema Sicherheit zu tun. Denn wenn wir uns selbst, unseren Selbstwert nicht kennen, dann fühlen wir uns extrem unsicher. Und Mars ist immer ein Trigger. Und wenn er jetzt in den Stier wechselt, und er ist übrigens fast 6 Monate im Tierkreiszeichen Stier, und das bedeutet, dort stehen große Veränderungen an, weil Mars die Dinge nach oben bringt, die Dinge, die sich auch korrigieren wollen. Er wird dort rückläufig und sagt, hallo, schaut her, dort müssen Dinge korrigiert werden in Bezug auf unsere Börse, auf unser Geldsystem, auf unseren Handel mit Gütern, wie wir überhaupt die Wertschätzung zum Beispiel auch unserer Güter, wie wir mit Lebensmitteln umgehen und wie wir Lebensmittel erzeugen, wie wir Nahrungsmittel erzeugen. All dort ist es jetzt wichtig hinzuschauen und zu korrigieren. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Unser Wirtschaftssystem ist noch so sehr nach diesem alten Denken ausgerichtet, diesem 3D-Denken, wo es immer um schneller, höher und besser und mehr geht. Und wir dürfen wieder in diesen Zyklus zurückkommen, der dem Zyklus der Erde entspricht, wo die Dinge wachsen und dann ebenso im Zyklus ihren Lauf nehmen, wo wir in Zusammenarbeit mit der Natur die Dinge erzeugen und die natürlichen Gesetze und die natürlichen Möglichkeiten, die Ressourcen schonen und gut damit umgehen, eine andere Wertschätzung entwickeln in Bezug auf unsere Erde. Aber das geht einher mit der Wertschätzung, die wir uns selbst geben, weil dieses ganze Geldsystem und so viele Menschen wollen, dass sich dort etwas verändert. Das wird sich erst verändern, wenn wir unseren Selbstwert neu bestimmen, wer wir sind, wenn wir wirklich erkennen, wer wir sind und dass wir diesen Selbstwert nicht im Außen finden, nicht über Güter finden, nicht über Geld finden. Wir haben so einen starken Fokus auf dieses Thema Geld und identifizieren unseren Selbstwert nur über das, was wir an materiellen Werten haben oder am Geld auf dem Bankkonto. Und da dürfen sich die Dinge verändern. Und erst wenn wir diesen Selbstwert in uns finden und in uns beginnen zu leben, erst dann können wir auch irgendwann das Geldsystem vollkommen transformieren und loslassen. Wir werden Geld noch eine Zeit lang brauchen, aber jetzt gilt es, hier ganz wichtige Korrekturen zu machen. Und Mars bringt das mit sich. Ich habe ein Video gemacht über unser Finanzsystem. Schau dir das gerne an, wenn du dort interessiert bist, wie sich die Wirtschaft und Finanzen in der nächsten Zeit verändern wird. Und da kommen große Veränderungen auf uns zu. Auch im September, wenn Saturn und Uranus diesen exakten, harten Aspekt haben auf 24 Grad, das bedeutet, das erschüttert noch einmal dieses ganze Wirtschaft- und Geldsystem. Aber diese Rebellion ist in der Luft und ich komme gleich noch weiter auf diese Revolution zu sprechen. Der Bulle ist das Symbol für das Tierkreiszeichen Stier und er bringt eine gewisse Starrheit mit sich. Stier ist ein Erdelement, das bedeutet, dort ist nicht so wirklich viel Bewegung drin. Und wenn da jetzt Mars kommt und wir haben Uranus, der auch jetzt rückläufig wird, dann bedeutet das, dass dort
große Erschütterungen entstehen können im auch Bereich der Erde und übrigens auch im Bereich natürlich in Form von Erdbeben. Ganz, ganz wichtig. Dieser Monat und vor allem, wenn Uranus am 24. August rückläufig wird. Mars befindet sich gerade im Nakshatra Kritika und die Nakshatras sind die Mondhäuser, eine Besonderheit der vedischen Astrologie. Mit den Mondhäusern können wir jedes Tierkreiszeichen noch genauer definieren, wie dieses Bewusstsein von uns selbst sich gerade zeigt in Bezug auf diese Energien, weil der Mond steht für unser Bewusstsein. Und das Nakshatra Kritika, da geht es darum, wie die Messerschneide. Es geht um scharfe Kritik in dem, dass wir die Dinge trennen und sagen, das ist richtig und das ist falsch. Und das ist das, was wir ja auch so sehr gerade hier auf der Erde erleben, wo Menschen gegeneinander sind, wo sie sagen, meine Wahrheit ist die einzigste richtige Wahrheit und du liegst falsch. Und dort, das kommt jetzt mit Mars in Kritika besonders nach oben. Diese Extreme, die gegeneinander kämpfen und die sich nicht anerkennen, das werden wir jetzt erleben. Und besonders, wenn Mars jetzt zwischen dem 14. und 17. August in Verbindung steht mit dem Fixstern Algol. Und Algol, sagt man, es ist der dämonischste Fixstern im Tierkreiszeichen. Algol steht auch für die Mythologie der Medusa, die geköpft worden ist. Er steht für diese Energie des Enthaupten. Und bei der Enthauptung geht es immer dafür, wer eben in der Führerschaft steht, dass der mehr oder weniger die Herrschaft sozusagen verliert. Und da geht es natürlich heute weniger um Könige, sondern eben um unsere Regierungsführer. Ich habe schon vor kurzem ein Video gemacht, wo ich über Deutschland, die Situation in Deutschland und Olaf Scholz gesprochen habe, dass uns dort einige große Veränderungen erwarten können. Wenn dich das interessiert, schau gerne dieses Video an. Und nicht natürlich nur bezieht sich diese Energie Algol auf Deutschland, sondern weltweit erleben wir große Veränderungen. Die werden jetzt im August eingeläutet. Es kann sein, sie zeigen sich auch erst im September und Oktober. Im Oktober haben wir die Sonnenfinsternis auch an einem ganz markanten Punkt im Tierkreiszeichen Waage, das auch mit anderen Charts, zum Beispiel von Präsident Biden, ganz stark in Verbindung steht. Und das ist wirklich extrem viel in der Veränderung. Ich habe schon davon gesprochen in anderen Videos, dass wir Ende des Jahres ganz andere Strukturen schon hier auf der Erde erfahren werden. Aber diese Energie von Algol wirkt sich natürlich nicht nur auf die allerhöchsten Führungskräfte aus, vielleicht auch von großen Firmen, die zurücktreten. Wir haben ja jetzt den Rücktritt von in England und in Sri Lanka ist gerade viel los und das ist erst der Anfang, was wir dort erleben. Algol bedeutet, dass Menschen ihren Kopf verlieren und wirklich nicht mehr verbunden sind mit sich selbst und ihrer Essenz. Dass Dinge geschehen, vor allem in diesem Nakshatra Kritika, wo wir so scharfe Kritik aneinander üben, was das Ganze noch mehr anfeuert. Anfeuert in dieser Verfeindung gegeneinander, in dem, dass jeder denkt, er weiß es besser und wir in kriegerische Aktionen kommen, in aggressives Verhalten kommen, was nicht wirklich hilfreich ist, was keinem im Grunde weiterhilft. Dann etwas sehr, sehr Wichtiges, was wir diesen Monat haben und was auch ganz extrem ist. Wir haben ganz viele Planeten, die rückläufig sind. All die drei äußeren Planeten, das ist Uranus, Pluto und Neptun, alle drei sind diesen Monat, ab dem 24. August kommt Uranus mit dazu, rückläufig. Und das ist wirklich extrem. Die äußeren Planeten sind die drei Planeten, die wir mit den Augen nicht mehr am Sternenhimmel erkennen können. Und sie sprechen von gesellschaftlichen Prozessen, sie sprechen vom Unbewussten, das uns eben oftmals nicht bewusst ist. Und wenn diese drei Planeten rückläufig
werden gleichzeitig ganz, ganz extrem, dann bedeutet es, dass zum einen natürlich große gesellschaftliche Veränderungen anstehen und dass viele Dinge auf den Prüfstand kommen. Wenn Planeten rückläufig werden, dann bedeutet das, sie sagen, hallo, Achtung, pass auf, es ist wichtig. Hier ist es wichtig zu schauen und Dinge zu korrigieren und wieder zu berichtigen. Und vieles wird sich dort triggern zum Teil auch in uns persönlich, aber eben auch auf gesellschaftlicher Ebene. Und das braucht es. Wir brauchen diesen Trigger, weil wir jetzt mit Uranus, und Uranus wird rückläufig am 24. August, nochmal ganz stark diese Systemsprenger-Energie mitbekommen. Und das bedeutet, es ist auch wirklich eine große Zeit des Erwachens. Das dürfen wir nicht vergessen. Uranus steht in Verbindung mit diesem höheren Bewusstsein, mit unserer Seele, unserem höheren Selbst, sage ich oftmals. Und Menschen werden sich plötzlich bewusst, wer sie wirklich sind. Und das bewirkt viel. Das bewirkt viel Positives, aber es bringt erst einmal sehr viel Unruhe mit sich. Wir haben auch Uranus noch in Nakshatra Bharani. Und Bharani steht für diesen großen Geburtsprozess, der oftmals schmerzhaft ist, aber der die Dinge in die Veränderung bringt und der Neues, Großes gebären möchte. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn dann Uranus und Saturn noch im September ganz exakt werden auf 24 Grad, dann ist wirklich ein großes Saturn steht auch für die Materie, also für die Erde, für die Substanz selbst sozusagen. Und Uranus bringt dieses Schütteln mit sich, dass die Dinge aufbrechen. Und wie gesagt, wir werden auch einige Erdbeben erleben mit dieser Energie. Dann noch etwas ganz, ganz Wichtiges. Die Sonne steht aktuell noch im Zeichen, Tierkreiszeichen Krebs. Und wie gesagt, ich spreche von der vedischen Astrologie. Die ist anders als die westliche Astrologie. Und Sonne steht diesem rückläufigen Saturn gegenüber. Und Sonne und Saturn, die mögen sich nicht wirklich richtig. Und die Sonne spricht von unserem Geist, von unserem Spirit. Und Saturn spricht von der Vergangenheit und den alten Strukturen, die in sich sehr, sehr fest sind. Und die Sonne spricht davon, dass sie die Dinge aufbrechen möchte. Und die Sonne steht im Tierkreiszeichen Krebs. Und der Krebs, der Herrscher des Krebses, ist der Mond. Und der Mond steht für das kollektive Bewusstsein und auch für diese Rebellion, die jetzt beginnt, im Aspekt zu Uranus und im Aspekt zu Saturn, bedeutet das, die Menschen stehen auf, sie lassen sich die alten Strukturen und Dinge nicht mehr gefallen, die nicht mehr wirklich zu ihnen passen. Und diese große Rebellion, wir hatten auch eine mit Saturn, Uranus, die gleiche Konjunktion hatten wir 1963 mit der Ermordung von Kennedy, und auch damals gab es zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Auch das kann jetzt passieren und werden wir erleben, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber die Sonne wechselt dann in das Tierkreiszeichen Löwe. Und das ist nochmal eine ganz andere Energie, in das Nakshatra Maga. Und bei Maga geht es darum, dass wir unseren Spirit, unser Licht wirklich wieder erkennen und leben und Verantwortung für uns selbst übernehmen. Löwe, Regulus, da gibt es auch diesen Fixstern Regulus, und da geht es darum, dass wir wirklich, es ist immer, die Löwen waren ein Zeichen der Könige, der Herrscher früher, und zwar vor allem, weil sie diese Führerschaft übernommen haben, diese Verantwortung für sich selbst und für das Land. Und das dürfen wir jetzt dann mit Mars im Stier ebenso erleben und übernehmen, dass wir ebenso eine Herrschaft haben, aber eine Verantwortung vor allem haben für die Erde, dass wir diejenigen sind, die bestimmen, wie die Dinge angepflanzt werden, wie wir mit der Natur umgehen, wie wir mit der Umwelt umgehen, was wir produzieren an Plastik etc. etc.
All das ist wichtig, dass wir beginnen, Verantwortung zu übernehmen, dass wir diese Verantwortung nicht mehr abschieben auf große Firmen etc. etc., sondern dass wir wirklich selber beginnen, in unserem eigenen Leben die Veränderung einzuleiten, die wir uns auch im Außen wünschen. Das ist jetzt so, so wichtig. Und etwas ganz, ganz Schönes. Sirius, der hellste Stern am Nachthimmel, der geht jetzt zwischen dem 15. und 17. August wieder, am Morgen ist er wieder sichtbar, wird er sichtbar. Und die Völker früher, zum Beispiel in Ägypten, die haben das gefeiert, den Aufgang von Sirius. Die Weisen haben genau beobachtet, in welcher Farbe Sirius leuchtete und haben aus seinem Farbenspiel interpretiert, wie das neue Jahr wird. Ihr Jahr hat begonnen mit dem Aufgang von Sirius und damit ging einher, dass es zu Regen, dass es Regenfälle gab, dass das Niltal überflutet worden ist, dass die Dinge wieder gewachsen sind dort und das hat mehr oder weniger das kosmische neue Jahr eingeleitet. Deswegen haben wir dieses galaktische neue Jahr, das Ende Juli beginnt. Damit hängt es zusammen mit dem Aufgang von Sirius. Und Sirius ist eine so, so wichtige Energie für uns. Und gerade wenn die Sonne jetzt in den Löwen wechselt, ist es so, so wichtig, dass wir wieder uns erinnern an unsere Seele, an unsere wahre Essenz, an unser großes Herz, das wir alle in uns tragen. Dort finden die größten Veränderungen statt, wenn wir uns wieder mit unserem eigenen Herzen verbinden. Dort ist das Tor in ein größeres Verständnis hinein und wo wir auch wieder in Verbindung gehen, zum Beispiel mit den Sternen. Sirius war auch ein Sternenvolk oder ist ein Sternenvolk, mit dem wir Menschen schon ganz lange in Verbindung stehen. Und das wir aktivieren können, besonders jetzt zu dieser Zeit, wo die Sonne im Löwen steht und Sirius jetzt am Morgenhimmel erscheint. So, so wichtig. Schau gerne mal in die Sterne am Morgen hinein. Verbinde dich mit dieser großartigen Energie. Sirius ist eine Energie, die uns über tausende von Jahren geleitet hat. Sirianer waren zum Teil sogar hier auf der Erde in Ägypten und haben uns viele wichtige Hinweise gegeben, gerade zum Beispiel zum Thema Ackerbau, Astronomie, heilige Geometrie, all diese wichtigen Dinge, wo es um Weisheit geht, um ein tieferes Verständnis, wer wir eigentlich sind. Und diese Verbindung können wir wieder aktivieren, wenn wir uns mit unserem Herz verbinden und wir verstehen, dass wir nicht nur ein kleiner Teil hier auf der Erde sind, sondern dass wir ein Bindeglied sind in einem viel größeren Zusammenhang eines kosmischen Erlebens, das sich durch uns selbst erfährt. In diesem Sinne wünsche ich euch von Herzen alles, alles Liebe. Teilt dieses Video gerne, meldet euch gerne zu meinem Newsletter an. Es gibt auch übrigens, wenn dich die vedische Astrologie interessiert, eine Aufzeichnung meines letzten Workshops, wo ich euch all diese Aspekte erkläre, was wichtig ist, um ein Geburtschart zu interpretieren. Alles verlinke ich hier direkt unter dem Video. Ich wünsche euch von Herzen alles Liebe. Namaste.